Der Krieg bietet der Ampel nun genau den Vorwand, den Menschen die Billionen Kosten für die sinnlose Energiewende aufzudrücken, den Frau Merkel sich schon immer gewünscht hatte. Liebe Freunde, die PCK-Raffinerie in Schwedt versorgt den Nordosten Deutschlands zu über 90% mit Kraftstoffen, also Benzin, Diesel und Heizöl. Das dort verarbeitete Rohöl kommt seit jeher aus Russland. Das von der Bundesregierung angekündigte Ölembargo hätte schwerwiegende Konsequenzen. Die Raffinerie ist nicht nur der größte Arbeitgeber in der Region, sie ist geradezu der Fixpunkt aller wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen, nicht nur in Schwedt, sondern auch im uckermärkischen Umland, in Brandenburg und Vorpommern. Ein Ölembargo bedeutet nichts weniger als ein Kahlschlag bei Arbeitsplätzen in dieser ohnehin schon strukturell benachteiligten Region. Die Benzin- und Heizölversorgung wäre im ganzen Nordosten nicht mehr sichergestellt. Habecks Unsinngerede, nun die Raffinerie mit Öl aus anderen Quellen zu beliefern, zeigt überdeutlich seinen mangelnden technischen Durchblick. Das PCK Schwedt ist technisch auf russisches Öl ausgerichtet und nur unter schwerwiegenden und langwierigen Umbauten für andere Qualitäten überhaupt einsetzbar. Das hilft den Menschen kein Stück weiter. Soll es auch gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Habeck und Co. den furchtbaren Krieg im Grunde nur dazu nutzen wollen, um ihren Energiewende-Wahnsinn weiter voranzutreiben. Anders kann sein Vorschlag, auf die Produktion von Wasserstoff umzustellen, kaum interpretiert werden. Der Krieg bietet der Ampel nun genau den Vorwand, den Menschen die Billionen Kosten für die sinnlose Energiewende aufzudrücken, den Frau Merkel sich schon immer gewünscht hatte.